Meine verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ich möchte kurz um etwas Ruhe bitten. Ruhe bitte, ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Kann mich jeder hören? Ja? Gut? Also, wir sind heute hier zusammengekommen, um die Existenz von etwas so Wunderbarem zu feiern. Etwas so Unbeschreiblichem, dass selbst Atheisten ehrfürchtig von Fügung sprechen. Nicht wenige glauben, die Zukunft der Welt liegt in ihren Händen. In den Händen der besten Band der Welt. Auf eure nahe Zukunft trifft das jedenfalls zu. Denn in 3 Stunden werdet ihr irre lächelnde, erschöpft, aber glücklich sabbernde Pampeklumpen sein. In eure Bestandteile zerlegte Bündel der Glückseligkeit, atomisiert durch die Kraft des Rock. Wenn man so will, auch des Ska und des Rockabilly, ja, auch des Heavy Metal. Aber ich schweife ab. Sie stehen hier hinter dem Vorhang. Ich kann sie schon sehen. Spürt ihr sie? Spürt ihr die Wellen der Liebe, die die Vorhangfalten in Erregung, in Bewegung versetzen? Seht genau hin. Da, schon wieder. Oh, ich bekomme soeben das Zeichen, dass es losgehen kann. So bleibt mir nur noch abschließend eine Frage zu stellen. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr sicher? Mir scheint, da in der 7. Reihe braucht noch einer ein bisschen... Oh nein, da habe ich mich wohl verguckt. Also dann, wo war ich? Ja. Seid ihr bereit? Hat mir das schon erschossen. Ist die Band bereit? Ich bekomme das internationale Zeichen dafür, dass dem so ist. Dieses Zeichen, für den, der es nicht kennt, geht so. Man hebt seine geballte Faust waagerecht nach vorn und streckt den Daumen in einer geraden Linie nach oben. Das heißt, alles okay, es kann losgehen. Kann ich das mal sehen? Das sieht gut aus. Sehr, sehr, sehr gut sogar. Und hier sind sie auch schon. Fick dich und deine Schwester. Hast du dir tätowiert? No Future, das war gestern. Seitdem ist viel passiert. Sie heißt Andrea, ihre Haare sind blau. Ihr habt Verkehr und du gibst es zwar nicht zu, aber sie ist deine Traumfrau. Aber ist das noch Partnerin? Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch Partnerin? Wenn euer Lieblingslied in den Charts ist, das hat so den coolen Faktor. Vor meinem Gartentraktor, ist das noch Partnerin? Glaube nicht. Wie dein Herz schlägt, wenn sie dich küsst, ist das noch Partnerin? Dass euer Lieblingslied in den Charts ist. Ich will echt nicht den Spaß verderben, aber muss es hin dafür sterben? Ist das noch Partnerin? Du machst nicht mehr ohne sie. Ihr seid so ein bisschen wie Tom Cruise und Scientology.
küsst, ist das noch Pantheon. Wenn euer Lieblingslied in den Charts ist, ihr solltet euch immer fragen, was wird die Lokalmann dann nur sein? Ist das noch Pantheon? Ich glaube nicht. Bist du jetzt auch der schiefe Mann, wirst durch Bild.
Heute eine pantomimische Ansage. Diese Ansage wurde gesponsert von der Deutschen Bank. Dankeschön. Farin, willst du unser... Ah, das ist doch von gestern. Farin, wir wollen Kinder von dir sein. Ja. Wir sind lustige Leute heute vorne, lustiger als wir wahrscheinlich. Wir waren gestern so lustig, dass wir unsere ganze Lustigkeit gestern ausgepowert haben. Jeder Mensch hat nur so und so viel Lustigkeit im Leben und wir waren gestern so unfassbar lustig. Ich glaube, heute wird es nur noch mollig. Sehr ernst. Seid ihr rollig? Seid ihr in der Lage zu applaudieren? Zweifelsohne. Seid ihr in der Lage mitzusingen? Wollt ihr auch mitsingen? Könnt ihr alle unsere Texte? Moment. Das hat schon mal jemand behauptet. Hat schon mal jemand behauptet, genau. Aber wir stellen jetzt heute, wie viele Lieder haben wir heute? 4, 5, 6 Lieder. Wir spielen jetzt heute 6 Lieder lang auf die Pointe. 3 haben wir schon gespielt. Bleiben nur noch 3. Oh, dann müssen wir 4 quatschen heute. Du hattest, Farin, du hast tatsächlich recht, wir sind bisher nicht witzig. Nee. Also diese Pantomime-Ansage würde von mir noch eine Witzigkeitsskala von 1 bis 10 so eine 7 kriegen. Ah, 7,5, komm. Also, 10 ist am unwitzigsten und 1 ist am witzigsten. Ja, eine 7, okay. Ist dir egal. Nee. Ey, aber komm, gestern war es so gut, wir können die Ansagen von gestern einfach wiederholen. Yeah, yeah! Lasst mich eure gestern, Brüste sehen. Ja, ich kondensiere die Ansagen jetzt. Von gestern oder alle Ansagen. Leipzig, ich bin schwul auf euch. Seid ihr schwul auf mich? Na, das war doch mal eine Ansage. Die war neu. Moment, die war neu. Wähler macht eine neue Ansage. Achtung. Wir müssen noch Geld nehmen, wenn die rausgehen. Fleisch die kommt. So, okay, also die Stille sagt mir, halt's Maul und spiel. Mir sagt die Stille, denkt euch gefälligst bessere Ansagen aus, ihr Fucker. Okay, Tatsache ist, wir sind heute zum allerersten Mal in unserem ganzen Leben in Leipzig. Ist echt wahr. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Gestern, es waren nur so Doppelgänger, die haben wir von der Clownschule gecastet. Waren Avatare, ja? Die konnten auch viel zu gut spielen. Daran hätte man es doch schon merken müssen. Klar. So, wir sind wieder, die Echten. Hey, die Originale. The three and only. Die Leute gestern, die wurden verarscht. Heute kriegt ihr die volle Packung. Den unwitzigen, abgehangenen Rest. Okay, ich würde mal sagen, gebt mir ein Hu. Gebt mir ein Ra. Was heißt das? 1, 2, 3, 4.
klappern, du sie noch wie's früher war. Früher war alles schlecht. Der Himmel grau, die Menschen ließ sie. Welt war furchtbar ungerecht. Und dann kam die Wende. Der Leid war zu Ende. Hey, hey, du war, es ist super, es ist wunderbar. Hey, hey, du war, alles ist besser, als gestern war. Früher waren wir alle traurig. Wir weinten jeden Tag. Es nieselte, wir waren auf. Jetzt ist alles total schade. Jetzt kann man immer reißen, dann schnell die Spitze. Wir sind nur noch mal ballen, wie in die Hitze. Und ich finde es wirklich schade, dass ich das noch erleben darf. Wie die Bura, alles ist super, alles ist wunderbar. Wie die Bura, alles ist besser, als gestern war. Alle sind Freunde, alle sind Taxi, alle sind froh. Und die Leibung an den Punkt.
doch dein eigenes Herz wirst du nicht betrügen. Man erntet, was man sieht, und wird sein Herz, das dich verriet. Ich will deine Elan, doch überhaupt nicht dämpfen. Wenn du etwas willst, musst du darum kämpfen. Bleib immer du selbst und bleib bei mir. Ich muss das nicht aussetzen, nicht nochmal. Mein Spielbild ist andere egal. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit, dass ihr auf dem Ring auch mal aufsteht, wenn ihr nicht im Rollstuhl sitzt. Oder gerade die Prothese klemmt. Weil wir sind älter als ihr und wir stehen jetzt auch die nächsten 5 Stunden, also. 2 Stunden auf der Bühne und 3 Stunden im Pornokino. Ja, ja. YouPorn, sehr gut, sehr gut. Ja, YouPorn too. I porn him, he porn me. We make happy family. Nee, Bela, die haben ein Virus auf unsere Computer geschleust und gucken, was wir so den ganzen Tag machen. Das nächste Lied ist eine Runde Arschkriechen. Ich geb's aus. Oh. Ach, du gibst eins aus, ja? Was zahlst du denn? Na, Arschkriechen halt. Okay, fang mal an. Ich zahl die Vaseline. Das ist ein Lied für dich, weil du immer in der ersten Reihe stehst. Nur für dich, weil du immer mit uns schlafen gehst. Dies ist ein Lied für dich, weil du stundenlang zu Hause sitzt und brennst. Nur für dich, weil du alle uns
für dich. Für dich. Weil du uns schon immer scheiße fandst. Auch für dich. Weil du uns nicht leiden kannst. Sind wir zu kindisch, aber hallo. Niveaulos sind wir sowieso. Hauptsache sehen wir besser aus. Und unsere Reime sind FSK 25. Mit dir können unsere Fans sich nach Herzenslust zanken. Und dafür wollen wir uns bedanken. Es ist ein Lied für euch. Denn der Rott hat mir gesagt, dass er mich liebt. Ein Lied. Für euch. Ihr seid der Grund dafür, dass es uns gibt. Wegen euch sind wir beliebt beim Finanzamt und bei ausgesuchten Banken. Und dafür wollen wir uns bedanken. Dankeschön, danke sehr, liebe Plattenfirma. Jetzt gibt die Kohle endlich her. Danke sehr, dankeschön. Ich will meinen Kontostand erhöhen. Dankeschön, danke sehr. Im Dunkeln, fand ich schon ganz geil eigentlich die Idee. Leipzig! Wie ist es bis jetzt? Geil!
Wall of Death in der Stille. Ich muss eins sagen, Farin, mir ist aufgefallen, heute ist hier vorne deutlich härterer und mehr Pogo als gestern. Ja. Was völlig okay ist. Jetzt fehlt unsere kleine Zeigefingeransage. Genau. Please, gentlemen. And ladies. Wenn sich jemand aufmault, haltet kurz inne, helft ihm oder ihr auf. Und wenn sich mehrere Leute aufmaulen und ihr merkt, das könnte ein Desaster geben, winken, weil hier vorne stehen Männer, die sind sogar noch stärker als Bela und ich. Nicht so stark wie Rott, aber immerhin. Und die würden euch dann im Notfall helfen, also denkt bitte daran. Ja, ja, ja. Ich selber lag schon am Boden, Leute sind auf mir rumgetrampelt, aber ich musste dafür bezahlen. Damals in den Ardennen. In den Ardennen, als Bela auf dir rumtrampelte. So. Bevor wir das nächste Lied anfangen, sollten wir vielleicht mal ein bisschen klar Schiff auf der Bühne machen. Hier liegt schon wieder Damenwäsche. Ach so, scheiße, total vergessen heute. Noch mit Preisschild dran, super. Also meiner sieht getragen aus. Meiner ist mit Foto. Scheiße, ich kann nicht weiterspielen. Meiner ist mit Bremsspur. Werden wir nie eine ernstzunehmende Rockband, scheiße. Wir müssen uns anders überlegen. Leute, wir wollten mal die Ungerechtigkeit in der Welt ein bisschen anbringen hier. Nächstes Jahr, Farin, nächstes Jahr dann endlich die ernste Band. Genau, die ernste. Die ernste. Wir sind die ernste aus Berlin. Let's Pranger nach Herzenslust! Was dir überhaupt nicht passt, wenn du deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze hast. Oh, oh, oh. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Wenn sie so bleibt. Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur dein.
Dankeschön. Worte der Wahrheit aus dem Mund der Lügen. Fahr ich nur noch mal, ist egal. Darf so, jetzt kommt der spannendste Teil meiner Bühnenshow, ich gehe rüber. Darf ich Sie auf Ihrem Platz begleiten? Dankeschön. Bleiben Sie mal hier stehen, ich helfe Ihnen dann. So, und da ist er, El Chico Corrientes. Mach ihn mal hier in Ihren Arbeitsplatz artgerecht zurecht. Sehr gerne, Herr González! Schon mal was von Voodoo gehört? Oder von Tischerücken? Schon mal ein Ouija-Board bedient? Mein Großvater war Tischler in Leipzig und pflegte zu sagen, ist das Holz geklopft, kommen die Toten zurück auf die Erde. Kann es sein, dass sein Großvater ein bisschen verrückt war, Rotz? Er war eine schizophrene Person. Total sinnfreie Sätze hat er losgelassen, oder? Und ich sagte, er und du sagst immer, nur ins Gemüsestand geholfen. Sie fressen alles auf. Und hast du keine Knarre, rate ich will auf. Sie sind nicht mehr am Leben, sie sind nicht hoch. Wenn ich sie sehe, dann sehe ich hoch. Sie laufen Kopf, keine Gnade. Sie werden unser lieben Tote nicht gemein. Du hörst sie schwarz. Und ohne Stöhnen, ich werd sie mit Adern und Blei verwöhnen. Sie werden schon durch die Botanik, nur die Ruhe bitte keine Panik. Es muss so sein, du musst es tun, und dann kennen sie es wieder. Dafür bleibst du auch am Leben. Weißt du, wenn du bleib dabei, dann sage ich dir feuerfrei. Und ohne Limiter und ohne verschiedene Bären, schieß doch ein paar deiner Züge leer. Vorsicht, die Kabel ist der Welt vor uns. Fesseln und zu fesseln und zu Oh, für die Lehrer der Tote. Sie kommen aus der Hölle. Oh,
Auszudenken, was er auf 6 Seiten gemacht hätte. So Leute, Bingo Lady. Was du meinst du noch? Es gibt auch viel Schöneres. Pillemann Fotze Arsch. Ihr habt die Wahl zwischen Bingo Lady, Pillemann Fotze Arsch oder? Pillemann Fotze, Pillemann Fotze, Pillemann Fotze, ah.
den Malediven hab ich sie zuerst gesehen. An der Bar saß meine Lady of No Name. Zwinker, Zwanker. Spielte eine Band. Wir tanzten bis der Morgen kam. Und sie stahl mein Herz durch die Art, wie sie sich benahm. Ihr wurde ja, was an ihr so anders sah. Ihr Lächeln und ihr Haar, sie war eine Lady. Eine Lady, eine Lady. Klar, schön und wunderbar. Ich fühlte mich wie ein Kloschard. Sie war eine Lady. Eine Lady, eine Lady. Ich nannte dich Bingo Lady, denn das war's, was ich dachte, als wir uns das erste Mal trafen. Du serviertest dich mir gut gekühlt und ich hatte das Bedürfnis, heftig mit dir zu schlafen. Aber dann kam unser Lieblingslied. Pillemann Fotze, Pillemann Fotze, Pillemann Fotze, Arsch. 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 Und auch das Lied. Ich weiß, du wirst mich verbessern, auch wenn du jetzt gehen musst. Keine Geigen mehr, wenn wir uns küssen. Ich hab es einfach nicht gewusst. Ich hab meine Worte, machen es nicht noch schlimmer. Bist nur ein mit deinem Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll ich das gewesen sein? Doch ich liebe nur dich allein. Vieles ist zur Gewohnheit verkommen. Das ist immer die Gefahr. Routine hat ihren Platz eingenommen. Bis es nicht mehr auszuhalten war. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Da bist du einmal ganz stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll ich das gewesen sein? Mit uns denk eine Lösung haben. Ist viel zu klein. Ich glaub, ich liebe nur dich allein. Ich vermisse dich schon jetzt. Vermisse auch die Geigen, vermisse dich zu küssen. Nichts auf dieser Welt ist nicht ersetzt. Ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Vergiss nur einmal deinen Stolz. Ich weiß, du liebst mich noch immer. Soll ich das gewesen sein? Keine Lösung hat. Die Möglichkeit ist viel zu klein. Doch ich liebe nur dich allein. Soll ich das gewesen sein? Wenn uns denn keine Lösung hat. Die Möglichkeit ist viel zu klein. Ich liebe nur dich allein.
liebe nur dich allein. Te quiero, Rodrigo González. Un hombre cos. Cien corazones. So, da ist Fabian Urlaub wieder zurück. Ist ja widerlich, hier liegen ja Socken auf der Bühne, das ist ja schlimm. Vorsicht, Leute, ich möchte nicht, dass ihr die berührt. Warum so still, Leipzig? Du meinst, sie sollen gefälligst klatschen, während du die Socken von der Bühne fegst? Ja, also das könnte man doch mit dem Klatschen durchaus. Ich fand's gut. Honorieren. Meine, Ficken und Bier. Habt ihr Udo Jürgens schon mal eine Bühne aufräumen sehen? Nein, aber Bela B. ist sich für nichts zu schade. Das kann ich bestätigen. Und es würde jetzt zu weit führen. So! Hey, das heißt nicht Schleimer, das heißt Schleimer. Sehe ich da Leute sitzen? Auf der Tribüne beim Ärztekonzert? Ich stürm's Fakt! Kann doch nicht die Wahrheit sein hier! Ihr habt irgendeine Arbeit zu verrichten! Eindruckzahlen alleine reicht nicht! Ich komm doch gleich rüber! Farin, kannst du die Ansage in die Richtung nochmal wiederholen? Das ist ja wohl nicht wahr! Oh, jetzt sind wir gesehen worden. Oh, ich guck mal jetzt zur Decke. Ja, du. Ach, eine Krücke mitbringen, das kann ich auch, ja? Okay. Die gelbe Krücke darf sitzen bleiben. Und die Krücke gilt für alle sieben da hinten, oder wie? Gemeinschaftskrücke! Ey, ich bin Schlagzeuger und ich stehe das ganze Konzert, da könnt ihr doch auch mal aufstehen, oder? Genau. Na also. Sogar das Gelbkrückchen, komm. Ah. Fast. Fast noch jemand erschlagen dabei. Pass auf, jetzt kommt er. Ja, ah. Oh. Eieieiei. Die so. Beste Band der Welt bei der Arbeit. Fans erschlagen. Das nächste Lied ist besonders schön, weil ich da drin endlich mal schnalzen kann. Schnalzen und Icke, wir sind ja seit langem ein Paar. Ja. Fahrenurlaub. Kann ich jetzt bestätigen, der hat sich lange in einer Höhle eingeschlossen, um das zu üben? Ja. Vielleicht erinnert sich noch jemand an Popcorn, ein Hit aus den 70er Jahren. Das war mein Durchbruch als Schnalzer. Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht jetzt um den anderen Song mit dem Schnalzen. Ja, der kann jetzt natürlich nur noch verlieren. Nee, glaube ich nicht. Aber danke. Du hörst den ganzen Tag durch das weltweite Netz. In der Hoffnung, dass vielleicht mal irgendeiner was hätte. Einer, der deinen Wettern näher ist als du. Doch du gibst nie zufrieden, du gibst nie niemals Ruhe. Es gibt so viel zu sehen, es gibt noch so viel zu lernen. Hast du nichts Besseres zu tun, als die Ärzte zu Es gibt so viel schöne neue Musik, auch Deutsch gesungen. Ich gebe ja zu, unsere Karriere ist uns gut gelungen. Doch manchmal ist es an der Zeit, weiterzugehen.
so lang nicht mehr, Schatz. Jetzt wird es Zeit, ein Player von unseren Songs zu lernen. Denn es gibt Besseres zu tun, es gibt auch Schlechteres zu tun. Aber es gibt zumindest nach der Ansicht einiger Leute, die uns wiederholt auf Konzerten besuchen, noch nichts Besseres zu tun als... Und wer möchte diesen Leuten widersprechen? Ich vielleicht mit 1, 2, 3, 4. Die Ärzte zuhören. Mutti! Rodrigo González, der miese Peter Schlumpf. We'll be right back.
Der Geist der Ernte bezwingt dich. Doch ich glaube, für meinen Humor bist du noch nicht reif. Verliebte Ernte bezwingt mich. Doch du lass die, wenn ich es will. Mach ich nen Scherz, dann wirst du still. Du lass die, wenn ich es will. Mein kleiner, mein kleiner Liebling. Mein kleiner, mein kleiner Liebling. Mein kleiner Liebling. Mein kleiner Liebling. Bis dein Geduld verreist, doch ich weiß, es wird gefährlich, wenn sich deine Miene vereist. Dass jeder Kopf gut deiner Mutter ist vielleicht ein Grund, mich zu hassen. Doch Baby, Baby, verstehst du keinen Spaß, du kannst mich nicht verlassen. Verliebt im Herzen nicht immer, doch du lass ihn, wenn ich es will. Mach nicht den Schatten, dann wirst du still. Du lass sie, wenn ich es will. Mein kleiner Liebling. Mein kleiner Liebling. Mein kleiner Liebling. Mein kleiner Liebling. Wir lachen und wir lachen und wir lachen und schieben. Wir lachen und wir lachen und wir lachen und schieben. Wir lachen und wir lachen und wir lachen und schieben. Wir lachen und wir lachen und wir lachen und schieben. Wir lachen und wir lachen und wir lachen und schieben. Wir lachen und wir lachen und wir lachen und schieben. Wir lachen und wir lachen und wir lachen und schieben. Wir lachen und wir lachen und wir lachen und schieben. Wir lachen und wir lachen und wir lachen und schieben. Ich hab Schiss. Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich hier dann nicht schon ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden und hör einfach nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden bei Tag und Nacht bei Nacht. Lass die Leute reden, das haben sie immer schon gemacht. Tickets bezahlen, ha? Du darfst nicht mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist ja die Ex von Osama Bin Laden. Rasierst du täglich deinen Damenbart oder was? Hast du im Garten ein paar Leichen verscharrt? Die Nachbarn haben da sowas angedeutet, also wundere dich nicht, wenn bei dir die Leute, lass die Leute reden, hör einfach nicht hin. Es ist ihr einziges Leben, was sie quält. Und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt. Und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es fehlt ihnen jede Einsicht. Und wieder mal zeigt sich, sie sind peinlich und vermeintlich fremdfeindlich. Aha. Du sollst ja meistens vor dem Busbahnhof stehen. Ergo, der Kollege meines Schwagers hat dich neulich gesehen. Lass die Leute reden, lächle einfach mit. Meisten Leute
besteht nun mal, er wüsste das nicht aus. Aber lass die Leute reden, wie das immer wieder sagen. Die Leute reden, sie nicht schlimmer als ich. Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten. Bleib üblich und sag nichts, das ärgert sie am meisten. Natürlich auch was Gutes, dass so Sequenzen des Konzertes mitgefilmt werden. Muss ich jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen erzählen. Wir waren im Proberaum, um zu proben halt für die Tour. Und dann fiel uns bei irgendeinem Stück, bei dem letzten Stück fiel uns ein Part nicht ein. Und dann haben wir die CD nicht dabei und haben einfach bei YouTube geguckt, wie wir es gespielt haben. Danke, liebe Handyindustrie. Fortschritt, Fluch und Segen. Apropos Fluch und Segen. Genau, F&S. Das nächste Lied braucht eure massive Mitarbeit, weil das ist auf unserem aktuellen Tonträger drauf. Und da sind wir verstärkt von Geigen, Trompeten und hast du nicht gesehen. Mit drei Peoples ist das ein bisschen dünn. Deswegen müsst ihr jetzt einfach mitsingen und mitklatschen. Klatschen geht so. Kennt ihr doch, ne, die beiden, links, rechts. Es ist in meinem Refrain dran und singen geht so. Kann ich euch mal klatschen sehen? Könnt ihr mal mitsingen? Man sieht sie gern am Wochenende. Sportlich moderne Helme, Hälsenblick. Sie zerren frisch gestrichene Damen auf die Tanzflächen der Republik. Ist interessanter als so mancher glaubt. Von Brusttattoo bis Botox-Maske. Im Krieg und der Liebe ist alles erlaubt. Männer und Frauen sind das nackte Grauen, wie sie sich stundenlang tief in die Augen schauen. Und die Frauen an der Frau, ihre Männer klauen. Den Frauen ihren Frust abbauen, Männern und Frauen es zuzutrauen, es sind Kinder, die gerade die Nacht vertrauen, die Schmerze bis zum Morgen grauen, dann doch wieder allein nach Hause hauen.
Sache ist es nur. Die Sache ist es kann ich schon einmal. Eine Platte und eine Tour. Schon bin ich der ultimative Star. Der King of Rock, der Mister Wunderbar. Ich hab kein Geld, kein Abitur. Nur manchmal Stress mit der Zensur. Bin kein Genie, nein, ich bin nur. Ich bin ein Popstar. Man mag den Bambus graviert. Der Zeit ist schon lange her. Stadtchef hab ich mit Manager. Der macht das Geld, die Arbeit her. Ich bin ein Popstar. Hey, dein Zelt! Popstar, bin ein Popstar. So, und jetzt werden wir euch mal richtig imponieren mit einem Einzähler, den so noch keine Band hinbekommen hat. Inklusive uns. Verrat doch nicht alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meine Freunde sind homosexuell. Meine Freunde sind alle kriminell. Sie finden sich ganz einfach so gegenseitig in den Po. Und das macht ihnen auch noch Spaß. Dürfen die das? Dürfen die das? Ist das nicht irgendwie verboten? Ist das tatsächlich erlaubt? Kann ich das bitte schriftlich haben? Weil mir nachher keiner glaubt. Dürfen die das? Meine Freunde stehen auch bis zum Ende. Meine Freunde sind nicht gerade verklemmt. Sie bleiben tagelang zum Ausweichen. Sie stehen seitlich aus und sie zerschneiden sich mit Glas. Dürfen die das? Dürfen die das? Ist das nicht irgendwie verboten? Ist das tatsächlich egal? Es geht nicht eigentlich nichts an, aber ich wüsste gerne mal. Dürfen die das? Meine Freunde glauben nicht an Gott. Meine Freunde hören auf Schafott. Sie leugnen seine Existenz, sind totale Satan. Wenn sein Herr spielt, trotz der andere Bass. Das.
schnell der Sea Shepherd Song. Give it to them, give it to the whales. Wir haben bestimmt alle was Besseres zu tun, als uns zuzuhören. Ihr seid bestimmt damit beschäftigt, euer Hirn restlos zu zerstören. Doch diesmal ist es ernst, diesmal ist es wirklich wichtig. Passt schön auf, fahrt vorsichtig und in die Wale. In die Wale. Wir suchen noch einmal an den preisgünstigsten Anbieter für den Gazette. Doch dieses Mal sind nicht am Gazette einfach nicht genug. Ich bitte euch, seid so gut und in die Wale. Ich auf den Bus, hab die lange Haare, leben auf dem Bahnhof. Sind die doof, sind die doof, sind die doof, 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 doof. Nein, hier geht es um viel mehr. Wale sind die Größe, sind Partitragär. Ja, hier geht es um Prinzip, Prinzip. Wir haben Wale, wir haben Wale einfach lieb. Hey, Wale, wow, wow. Alles gut soweit? Und auch da hinten, fühlt ihr euch noch angesprochen? Auch da ganz hinten! Und auch da ganz oben hinten? Vielleicht ist es Zeit, dass wir euch mit einer kleinen Laola mal wieder integrieren ins allgemeine Geschehen. Darf ich? Eine kleine, aber nur. Selbstverständlich nur eine kleine. Setzt euch doch bitte alle mal hin. Alle. Ey, jetzt sowieso, ich sitze doch die ganze Zeit, ja, okay. Alle mal hinsetzen, komm, jetzt tut nicht so, so schwierig ist es nicht, lasst euch einfach fallen. Es dauert jetzt länger, als ich dachte, ist wohl doch ziemlich voll heute hier. Soll ja angeblich ausverkauft sein, oh. Dankeschön. Ach, jetzt wo du sitzt, brauchst du nicht mehr, ja, dann wiegen die Brüste nicht mehr so viel, verstehe. So, und jetzt machen wir Folgendes. Oh, da hinten stehen immer noch welche. Ja, komm jetzt hier, setzt euch hin. Das dauert ja ewig. Sonst kommen wir ja doch auf 3 Stunden heute wieder. Die Idee der Laola ist folgende. Ganz hinten an der Wand fangt ihr gleich, noch nicht, aber gleich, ihr könnt euch schon mal mental darauf vorbereiten, fangt ihr an aufzustehen, reißt dabei die Arme hoch und kreischt wie die Wahnsinnigen. Und das setzt dann eine Welle in Gang, die hier bis zur Bühne reicht, auch die Tribünen entlang, zumindest in meinen kleinen Allmachtsfantasien tut sie das. Und sobald ihr vorne angekommen seid, beginnen wir das nächste Lied. Ich finde, das ist ein fairer Deal. Wenn es allerdings nicht gut läuft, dann machen wir es 3-4 Mal hintereinander. Seid ihr bereit? Und ihr da hinten, seid ihr auch bereit? Okay, dann könnt ihr loslegen bei 3. 1, 2, 3. Tod und Krieg auf der ganzen Welt, es könnte nichts egaler sein. Im Regenwald wird ein Sushi gefällt, es könnte nichts egaler sein. Bäume im Tonfischsalat wie gemein, doch es könnte mir nichts egaler sein. Wenn am Tag der letzte Wahl verwies, das könnte nichts egaler sein. Hat die Kelly Family sich endlich aufgelöst, das könnte nichts egaler sein. Und ist doch jeder Politiker ein Schwein, es könnte mir nichts egaler sein. Ich sage, du tanzt mit mir, da
Muckelschätze, es könnte nichts egaler sein. Meine Lieblingsband ist eh abgesetzt, es könnte nichts egaler sein. Und wenn sie morgen das Benzin wieder verbrennen, es könnte mir nichts egaler sein. Oh, wo tanzt mit mir, die Welt ist schön. Welt ist schön. Denke bitte, man kann es mir gar nicht besser gehen. Du tanzt mit mir, das Ende Nacht. Das Ende Nacht. Wenn du mit mir tanzt, bleib mir die ganze Misere erspart. Du mich niemals eingeschätzt. Die Welt ist dir egal, wenn du dich auf mich setzt. Auf mich setzt. Auf mich setzt. Sitzt so, du trägst so, weil du ein Arschloch bist. Hey. Denn an Tagen wie diesen fragt man sich,
ist das alles? Und wer schreit dir diese Wahnsinnsansagen? Campino. Gott hat noch was vor. Wir können das Lied jetzt einfach spielen, aber irgendwie finde ich die Spannung gerade ganz gut. Ja, deswegen, die können wir jetzt auch halten, die Spannung. Wir können sie aber auch zerstören. Wollt ihr die Spannung zerstören oder halten? Wer ist für halten? Wer ist für zerstören? Wer ist für Zerstörung? Okay, ab dafür. Häschenwitz, Kellnerwitz, Papageienwitz. Warte. Ach ja, herrlich. Wisst ihr nicht mehr, wie es geht, oder? Ja doch, ich versuche noch. Ja, ist egal. Er ist halt woanders als du. Ah, okay, na dann, sorry, dann mach mal bitte. Die Stimmung ist nämlich jetzt kaputt. Ja, yes. Ja, ja. Schön zerstört. Da habt ihr, was ihr wolltet. Ach ja. Ey, wir können die Stimmung nochmal zurückholen. Mit. Oh, Stimmung gerettet. Du get the books of seven seas. Heute klassischer Musik und mein Herzenschein. Wolltest du mich dann verführen, aber ich sagte nein. Du willst mich küssen, doch das geht nicht schnell. Du solltest wissen, ich bin intellektuell. Ist das alles?
gemacht und dann geht's mir einfacher wie ich gehört. Oh, 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 oh. Ist das alles? Ich schlage vor, wir teilen euch jetzt mal eine Runde auf. Ihr fangt an mit Ist, ihr übernehmt das und ihr singt alles, okay? 1, 2, 3, 4. Das war herrlich. Danke dafür. Es war echter Stereo-Effekt für unsere USB-Stick. Ich wusste kaum, wie uns geschieht. Drum spielen wir nun das letzte Lied. Der Bela B. erhält den Beat. Auch im nun folgenden letzten Lied. Das letzte Lied wäre ohne Beat so etwas wie Vagina ohne Glied. Ein bisschen unerfüllt mir deucht, ist die Vagina extra feucht. Der Bela ist noch immer Street. Ich widme ihm das letzte Lied. Hallo Leipzig, ich hab ne Botschaft für euch. Hallo Leipzig, diese Botschaft ist trocken und feucht zugleich. Hallo Leipzig, diese Botschaft kommt vom Bela B. Hallo Leipzig, der ist echt okay. Ein Lied geschrieben für kleine Bühnen, für Publikumer von der Größe von 15 bis vielleicht maximal 200. Mal sehen, wie es heute ankommt. Vor ein paar mehr Leuten. Ich war ein Junge, wie
jeder andere. Kaum zu glauben, Leipzig, oder? Doch mit Mädchen, da klappte es nicht. Nahm ich mir Mut und sprach sie an, lachten sie mir ins Gesicht. Und wie alle Jungen hatte ich einen besten Freund, und dieser Freund war ein Mann. Und er sagte mir jene goldenen Worte, Worte, die ich nie vergessen kann. Und jetzt kommen sie. Hey, du kleine Tittenmaus. Hallo, BH-Mädchen. Zieh den doch einmal kurz für mich aus. Dann der Farin auch eins seiner berühmten Grinsellächeln aus. Aber dann kommst du mit zu mir nach Haus. Diese Methode, sie war mir zu hart, denn ich wollte sanfter sein. Und ich erzählte den Mädchen von meinen 36 Facebook-Accounts, doch das interessierte sie nicht. Sie fanden das albern und doof, wie den Reim. Also sagte ich jene goldenen Worte, weil nichts mehr zu verlieren war. Und ich sagte sie zu einem Mädchen, das ich besonders gut fand. Oh, und das Mädchen sagte ja. Jetzt kommt sie! Hey, du kleine Alkopops aus, aber dann kommst du mit zu mir nach Haus. Jetzt kommt die Pointe und die hat es in sich. Und das Mädchen, es kam mit zu mir. Ihr könnt euch denken, was da so alles passieren kann. Ja, ich gebe zu, ich hab beim Pimpern manchmal den Oldie-Sender an. Diese Nacht, sie war hart, aber schön, und ich erwachte als Mann. Und voller Dank denk ich an meinen Freund zurück, bis er hatte ich keine Schimmer. Und wenn ich euch etwas raten kann, liebe Jungs, diese Worte klappen immer. Ja, ja, ja. Hey, du kleine Titzelmaus, kommst du heute zu mir nach Haus? Ich geb dir auch einen Gin Tonic aus. Aber dann kommst du
So, Leipzig, seid ihr jetzt endlich feucht? Und richtig satt. Könnt ihr jetzt gar nicht sein. Denn hier herrscht ab jetzt das Gesetz des Heavy Metal. Total geil. And for it is a human number, and it's called 666. Woe to you, O Leipzig. Manche sagen, Metal wurde in Bautzen erfunden. Andere sagen, Metal wurde in Chemnitz erfunden. Aber nein! Heavy Metal kommt aus Leipzig! Zumindest nach Leipzig! Becken hängt schon runter. Thank you.
thank you for the metal. Thank you, metal. Thank you for the serious battle. For real heavy metal. Thank you! Thanks a million! Ihr seid zermettelt, oder? Oder warum seid ihr so ruhig? Ihr könnt auch gerne einfach mal so klatschen. Das ist für uns echt sehr schön. Ja, danke. Wir sind immer noch geplättet von Metal. Beim nächsten Lied haben wir auf dieser Tour leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die Leute haben die schöne Choreografie völlig vergessen mit dem Hinsetzen und erst im Refrain aufspringen. Es herrscht Unklarheit darüber, wann jetzt der Refrain ist. Der Refrain ist eigentlich erst, wenn wir singen, du bist unrockbar. Aber es gibt jede Menge Leute, die springen dann schon vorher hoch und es gibt auch viele Leute, die setzen sich gar nicht erst hin. Deswegen geben wir so ein bisschen auf. Also in dem, auf der Insel, ich hätte eine neue Idee für eine neue Choreografie für dieses Lied, aber bitte, Peter, du wolltest was anderes sagen? Auf der Insel, auf der Hippie-König Pilar B, ja, regiert, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber auf dem Planeten U, da habt ihr auf den Takt genau zu tun, was dieser Mensch braucht. Jawohl! Und offenbar war das mit dem Hinsetzen und Aufstehen viel zu kompliziert. Jetzt nicht unbedingt für euch, aber für alle, die vor euch kamen. Ihr müsstet jetzt ausbaden. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen das einfach so. In dem Augenblick, wo wir singen, unrockbar, dreht ihr euch um und hebt die Hände hoch. Hört ihr mir überhaupt zu, wenn weder das sexy auf und ab geht? Jetzt sind noch die schreien. Achso, okay. Habt ihr mich verstanden? Dann probieren wir das mal. Unrockbar! Umdrehen und natürlich dann auch wieder zurückdrehen, wenn das Wort vorbei ist. Also du bist unrockbar. Sehr gut. Das machen wir jetzt mal als neue Choreografie. Wir versuchen es einfach immer, wenn in dem mundvollen Lied das Wort unrockbar auftaucht, dreht ihr euch um und nehmt die Hände hoch. Was ihr davon habt, weiß ich nicht, aber ich habe davon, dass es total geil aussieht. Und dass es vielleicht auch so ein kleines bisschen sinnlos ist. Haben Sie verstanden, Herr Müller? Gut. Gartnus. Seid ihr bereit? Habt ihr Lust darauf? Oder soll ich mir was Intelligenteres ausdenken? Nee. Nee, oder? Nee. Okay. Und ihr auf den Rängen, könnt ihr euch überhaupt umdrehen? Zeig mal hier. Ja, und die Hände hochnehmen dabei. Im Sitzen umdrehen ist natürlich schwierig, sagte der Mann mit dem T-Shirt. Farin U, Farin U, der hat immer recht. Okay. Miss Mother cried. Look at all. Ich hab den Tag so oft verflucht, als wir uns kennenlernten. Ich habe alles schon versucht, hab unter den Bestanden in Mexiko dir meine Lieblingsplatten aufgelegt. Du hast mich nicht bewegt, da hab ich dich zersägt. Du sagst, du findest Fabi wie ich, aber Ricky Martin wie nicht. Er ist so unappetitlich, wie wir beide unterstehen. Sitzen bleiben, wenn hier noch Schlagersänger Tränen in dein Höschen treiben. Seit du bei mir wohnst, schallt jeden Tag Schockierer durch das Haus. Ich halte es nicht mehr aus, ich glaub, ich schmeiß dich raus. Du sagst, du magst es still und friedlich, sei doch nicht so unglücklich. Deine Schmusemasche zieht dich bei deinen Sachen, schau mal. Ja, du hast uns schon gesehen. Vor dem Traualtar, Alter. Baby, das wird nie geschehen. Du bist ganz und gar völlig und absolut unrauchbar.
Dank für die Rockplanzer Überaufstellung. Das war schön. Fühlen Sie sich gerockt, Herr Gonzales? Absolut, absolut. Niemand hat die Absicht, einen letzten Song zu spielen. Tschüss. Das waren Bela, Otto und Nicke. Ciao. Bela. Alles gut, alles gut. Sanitäter. Aber mir
Was wirst du mit dir machen? Verrat es mir. Spürst du, wie die Zeit verrinnt? Jetzt stehst du hier. Und du hörst nicht auf zu lachen. Wer gehört dir? That rings a bell. Reminds me of... For whom the bell tolls. Thank you.
Kurzen ist angesagt. Alter, Capoeira oder was? Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Titan, der tanzt sogar im Tango. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Anstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge, oh. Und wie du ihn aussiehst, Löcher in der Nase und ständig die Sonne. Das Herz. Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Fledermäuse interessiert, wäre das nicht für dich? Wer spricht ein von eigenes mir? Bettmobil, oh Junge, oh. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose.
That's... Ihr wollt also wirklich noch was hören. Also ich habe selten so einen müden Applaus und eine müde Zugabe gehört wie heute Abend. Aha! Aha! Ging ich also falsch da an, aber dass Leipzig eigentlich schon kaputt gerockt ist für heute. Lag ich also völlig falsch. Meine beiden Kollegen schlüpfen gerade in gemütliche Frauenkleider. Und währenddessen will ich ein bisschen mit euch singen. Und zwar nicht irgendwas, sondern auch was ganz Besonderes. Und ich möchte, dass ihr mitklatscht. Und euer Klatschen irgendwie zu beurteilen, spiele ich einfach mal ein Beat und ihr zeigt, ob ihr laut genug seid für mich. Da geht noch was. Und ich kam die und redete zu viel über die Frau von einem besten Freund und ihr falsches Spiel. Nur sein Geld, Glamour und die große Welt. Doch immer hält sie ihn fern und quält ihn gern. Mein Herz hat sich gewählt. Sag mal, ob wir singen können. Das sind Dinge von. Halte den Kram für dich, das interessiert mich nicht. Super, neulich kam er, ganz frisch von der OP, frischer Darmausgang, schönen Dank. Mein Hunger war passé, er hörte nicht auf und ging mehr ins Detail. Es ist wohl egal, ob ich sing. Das hab ich euch versprochen! Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Lass mich doch in Ruhe und texte mich nicht zu. Das sind Dinge, von denen lass mich in Ruhe. Mein Haus, mein Boot, mein Pferd. Wie viel ist die Welt da wert? Was ziehst du dir da in deine Nase? Marius Müller, Osterhase. Macht sie's mit dem Mund oder mit Claudia Schiffers Hund? Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Warum machst du nicht die Futterluke dicht? Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung haben will. Schick dich in die Luft. Das sind Dinge, von
Peter, ist immer geil, dass wir uns bis zur letzten Zugabe voll wie die Rockstars fühlen dürfen, oder? Ja, und dass wir da vorher auch so Ansagen machen, Heavy Metal ist jetzt back to stay und voll die harten Typen. Ja, und dann wachsen einem so rosa Flügel. Und dann kamen die Zahnfeen. Ah, ich glaube, ich verliere gerade einen Zahn. Das Schlimme ist, wir wissen überhaupt nicht mehr, warum wir das machen. Wir haben das irgendwann mal angefangen und jetzt können wir nicht mehr aufhören. Das ist eine verdammte Sucht. Das ist ein Zwang. Früher habe ich es nur zu Hause getan. Jetzt brauche ich es auch schon auf der Bühne. Leipzig. Ich schau dir schon lange zu. Baby, du bist der beste Anblick, den sich mir heut bot. Ist ein Punkt, sagst du nein, dann geh ich tot. Glaube mir, das ist mein Trick, nur der berührte erste Blick. Jedes Wort aus meiner Mund klingt voll und geschickt. Ich weiß, du fühlst es auch und ich hab, was du jetzt brauchst. Ich weiß genau, dass du mein Baby wirst, so wie es in meiner Hand zu lesen war. Will, dass du auch die Stimme in dir hörst, die sagt ja. Ich hab, was du jetzt brauchst. In meinem Herzen steht dein Name an der Tür und die Worte in mir zieht. Baby, du machst mich verrückt. Bitte gib mir, schon lange nach, dieser Traum verschwand so schnell, wie er begann. Irgendwann hab ich den Mut und sprech dich an. Schüchternste Punkrocker der Welt. Und Europameister im Nordic Walking. Du gehst mit mir. Ja. Mit. Walk mit mir. Walk with me. Sticky. Ich werde die Herzen aller Mädchen.
Ständig sich zu rächen, dass er es nicht mehr ernst meint, war ahnt man seit Jahren schon. Deine Drohungen sind der blanke Hohn, Alter. Aber Bela, guck doch mal, heute habe ich mich schon wieder ihr Recht. Oder gibt's hier jemanden, der mir widerspricht? Weil sonst setzt es was. Beim Rechten verstehe ich wirklich keinen Spaß. Farin, du Opfer. Bela, ich bin Sizilianer. Rache liegt mir im Blut. Du bist ja eher so Japaner. Ich bring mich um, wenn der Kugelfisch falsch zubereitet ist. Oder wenn ich aus Versehen den falschen frisst. Bela, Gründe, sich umzubringen, gibt's bei uns Japaner zu Genüge. Bitte fahr ihn jetzt an, teil mir eine Rüge. Bela, du kennst dich mit Japanern doch viel besser aus als ich. Ach so, das ne. Du sprichst doch die Jitsu Sprache von Godzilla. Bela war Usutsukira, ja. Godzilla-ho? Hast du gerade Godzilla-ho zu mir gesagt? Nee, ich hab dich einen Lügner genannt. Dass du Lügner bist, ist zumindest der Damenwelt recht bekannt. Ständig gibst du an mit deiner Riesentrompete. Und dann, wie soll ich sagen, na, wir spielen jetzt lieber zu spät, ne? Bela B. heißt ja in Wirklichkeit Petra, in Peter. Und das sind in Wirklichkeit 20 Zentimeter. Tja, Bela, danke, Farin. Jetzt dein Köpfchen. Jetzt du nennst mich nicht ungestraft, Knöpfchen. Da fällt mir der Farin schon wieder ein Rücken. So werde ich in diesem Leben wohl nie wieder eine Dame beglücken. Bela, ich brauchst mich noch nicht mal zu bücken. Und ich fall dir auch übrigens nach der Show gerne in den Farin, du musst jetzt ja nicht so aufbrausen. Ich kriege von unserem Gesinge hier schon ziemlich ein Hirnsausen. Ja, weißt du noch, wie die Show begann und wir echt coole Säue waren? Und jetzt guck uns an, wie wir mit dem Publikum verfahren. Das geht nicht weiter, das war jetzt wirklich keine schöne Zeit. Das ist doch ein textlicher Offenbarungseid.
der anderen Seite ist doch alles improvisiert. Moment, Moment. Weil sowas doch wirklich immer nur bei, maximal bei Juden-Hip-Hop-Konzerten passiert. Jo, jo, was geht? Was geht? Ich sag's euch ganz konkret. Das ist ein Stück aus den 90er Jahren, als wir noch im Hip-Hop recht zu Hause waren. Ja, mittlerweile gehen Hip-Hop und wir getrennte Wege, weil der Hip-Hop, wenn man ihn länger kennt, ist so ein bisschen eine Nervensäge. Der Hip-Hop, ich stehe heutzutage mehr so auf Gangster-Rap, woran man schon erkennt, Fahrenurlaub ist ziemlich Rap. Gangster-Rap kommt mit vielen Schlagwörtern aus. Ja. Fotze, Opfer, Arschgesicht, Hurensohn, ja. Ei der Daus. Ei der Daus ist so, nicht so die rote Karte beim Reimen. Ich würde sagen, wir kehren mal wieder zurück zum eingangs erwähnten Lied. Kennt ihr das Lied noch? Die kennen das Lied noch. Wisst ihr, was wir gerade vor einer halben Stunde ist? It's been a hard day's night and that. Und dafür haben wir euch jetzt. Ich gebe zu, das war heute ziemlich schlecht. Aber dafür haben wir uns mal nach Herzenslust gerecht. Fühlt ihr euch gerecht, Leipzig? Du Opfer! Hey, Leipzig, du Opfer, ich weiß, wo dein Auto steht. Okay, wir sind jetzt alle zusammen mal. Also das Alter tut nicht jedem gut, wie man hier sieht. Am besten, wir fahren jetzt einfach fort mit unserem Lied. Die Bassdrum beginnt, ein Beat zu klopfen. Damit können wir euch die vollen Mäuler stopfen. Eines Tages werden wir uns rächen. Werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenn ich dich nicht mehr. Zu spät. Und jetzt singen wir bitte nochmal für uns den Refrain. Eines Tages. Mit Klatschen natürlich. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät. Weil die Beste, wenn der Welt Stand geht. Und eine Frage beschäftigt euch jetzt noch: Spielen Sie auch heute Abend noch Dauerwelle versus Mini? Cliffhanger. Auflösung morgen. Auflösung morgen in Mannheim.